Hallo und herzlich willkommen. Genau, guter Anfang, aber ich lasse es jetzt. willkommen zu Rome Total War 2 mit Sparta. Spakana. Interessantes Volk. Mit der Sparta Challenge. Im Norden sind wir jetzt fertig, beziehungsweise müssen halt noch. Ja, die letzten Atemzüge der Konföderation ausharren, aber dann sind wir da fertig. Die Budini machen uns gerade ein bisschen Stress. Die haben vorletztes Mal eine von unseren Veteranen Legionen oder Veteranenarmee platt gemacht und jetzt sind sie hier weitergegangen und haben sich jetzt getrennt. Ich bin aber mit meiner zweiten Hauptarmee oder mit meiner zweiten Fullstack-Armee in dieser Region bin ich jetzt an deren Hauptbasis oder Hauptort. Genau, das werden wir heute einnehmen. Und hier mit Salamis, mit Zypern. Salamis. Wo ist denn Salamis? Hier. Ja, Region Salamis. Mit Zypern. Müssen wir jetzt mal schauen. Und hier unten Ägypten werden wir wahrscheinlich auch diese Runde schaffen. Wobei, je nachdem, wie lange das dauert. Okay, flup. Puh. Das wird interessant. Wir müssen eigentlich müssen wir von zwei Seiten angreifen, damit wir die Pferde, damit wir die Kavallerie einkesseln. Also, wichtig ist, dass die so lange aushalten, bis meine Bogenschützen genug Schaden angerichtet haben. Ist das hier eine gute Position? Also hier sind vier, so drei bis vier Türme. So, hier würde ich einen hinschicken. Hier die Hauptarmee und hier einen. Da ist auch noch ein Turm. Und da auch. Puh. Und hier sind drei Türme. Hier kann ich nur schlecht umkreisen. Wenn die sich hier aufstellen und hier aufstellen und ich von hier komme, dann weichen die ganze Zeit zurück. Dann werden die nach hier gehen. Da und, oder? Ja, hier auch. Und ich dann hinterher, und das ist halt das, was blöd ist. Also ich muss versuchen, die Kavallerie so einzukesseln, dass er nicht mehr weg kann. Also ich muss sie einkesseln, so das ist halt hier eine Möglichkeit. Also wenn er sich hier aufstellt, so vielleicht, dass ich dann hier zu mache und dann versuche, so hier hin zu gehen und dann hier zu machen.
dass seine komplette Armee dann hier drin ist. Puh. Ich müsste hier zu machen und den Turm gleich einnehmen. Okay, aber ich glaube. Also hier sind zwar sehr viel weniger Türme. Also sehr, sehr viel weniger. Hier sind nur 3. Und hier wären 1, 2, 3, 4, 5. 6 hier oben. Wobei, den lasse ich in Ruhe. Aber hier habe ich die Chance, den anzukesseln. Warte mal. Sorry, ich muss hier mal ein bisschen. Okay, hier könnte ich versuchen, hier hinzugehen. Vielleicht hier durch und dann hier das zuzumachen. Da müsste ich mit 2. Warte mal, okay. Ich habe 2, 4, 6. Die 2 gehen auf jeden Fall hier. Da müssten 2 hier hingehen, damit ich hier das schnell schließen kann. Beziehungsweise, dass einer hier den Turm nimmt. Einer nimmt hier den Turm, der andere geht schon mal vor. Die 2 nimmt das Tor. Genau, und dann habe ich noch die 2. Ja, ich bin sehr gespannt. Ich bin sehr, sehr gespannt. Also hier sind Bogenschützen. Okay, der hat sich gar nicht. Also vielleicht. Also. Vielleicht hat er sich nicht wirklich aufgebaut. Das ist in Ordnung. Ich will halt die auch noch nicht vorschicken, also beziehungsweise noch nicht. Lass die mal normal gehen. Okay, Steppenbogenschützen sind schon nicht schlecht. Ich würde meine Bogenschützen gerne für seine Fernkampfkavallerie einsetzen. Entschuldigung, da war eine Fliege. Ist immer noch. Okay, da. Oh, der kommt raus. Oh, tut mir leid. Okay, aber ja, das hätte ich an seiner Stelle auch gemacht, nur ein bisschen aggressiver. Fliege, ne?
Das ist so eine. So eine klitzekleine Obstfliege. Ah, hab sie. Mit einer Hand. So, gut. Okay, das Problem ist halt eher jetzt, dass der Turm fehlt. Hier. So. Hier das so. Hier kommt auch mal hoch. Geht mal hier hin. Wir haben einen Turm eingenommen. Sehr gut. Ich erwarte eure Befehle. Sparta! Ja, Kommandant! Ah, okay, hier kann man tatsächlich dann. Du gehst jetzt mal hier hoch. Du gehst auch hoch. Du gehst hoch. Du gehst hoch. So. Bitte schnell schießen. Ich muss das da irgendwie zumachen, aber ich weiß nicht wie. Wow, wieso ruckelst du gerade so? Geschosse warten auf Ziele! Magna! Doppelte Geschwindigkeit! Piken-Infanterie zu eurem Dienst! Schnell! Schnell vorrücken! So. Okay, du gehst auch hoch. Okay, ihr geht mal so hin. Auch hoch. Die kommen jetzt auch langsam hoch. Sehr gut. Okay, der wird hier totgeschossen. Wir haben die Tore eingenommen. Sehr gut. Okay, so. Du gehst raus. So, das ist auch sehr wichtig mit den Türmen. Weil dann bekommen wir. Dann bekommen wir nämlich sehr gute Unterstützung. Wollt ihr nicht rein? Yeah.
werden halt jetzt mehr oder weniger abgeschossen, aber wir können auch schießen. Nein! Oh, komm! Oh ja, der steht die ganze Zeit an der Front. Oh, der General war echt gut. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Jetzt schon. Zu Befehl. Zielen. Befehle. Schieß. Bogenschütze. Das mit dem General ist sehr, sehr ärgerlich. Geschosse warten auf Ziele. Komm mit der Geschwindigkeit. Okay, die noch heil sind. Vor. Aber wieso kann ich weiterhin? Wieso kann ich weiterhin die Skills machen? Also okay, die kann ich nicht machen, aber den da konnte ich machen. Ah, oh, das ist ärgerlich. Sehr ärgerlich. Das ist mega, mega ärgerlich. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Der war so gut. Der war so gut. Oh hey, ja, ich konnte das jetzt auch wieder machen. Blöd. Knapper Sieg. So ein Scheißsieg. Oh Mann. Wenn mein General nicht gestorben wäre, dann wäre es ein guter Sieg gewesen. Ah, Mann. Schade, schade. Sehr schade. So. Okay, die da wird nicht so runde fallen, die Stadt. Der braucht noch eine Runde und dann haut er hier alles auf den Kopf. Die wird, also wenn der weitergeht, dann wird die auch fallen. Warte, ich werde mal hier eine neue Armee. Wieso haben die hier Vermächtnisse wieder aufstellen? Die Fanboys. Genau, die Fanboys wurden im Norden vernichtet. Okay, also 1, 2, 3, 4. Königliche 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Und der Rest Fernkämpfer. Gut, dann stampfe ich mal da eine Fullstack-Armee aus dem Boden. Der Hunger nach einer Schlacht.
Ja, wow. Also das hab ich schon gemacht. Okidoki. Okidoki. Dann hier die heilen noch ein bisschen. Die brauchen 2 Runden. Ei. Also die Heilung ist echt krass gut. So. Die können das diese Runde auch noch nicht machen. Die werden mal die gegnerischen Flotten jagen. Ist nur eine. Und ich bin durch. Ach, ja, das habe ich auch noch nicht gemacht. Ach, sieh mal einer an. Mit Katapult? Was? Ja, ich wäre auch nicht vorgegangen, also. Ja, ist zwar eine Fullstack-Armee von ihm, aber ach, dahin geht er ja. Das kann ich vergessen. das kann ich vergessen. Interessant, aber nächste Runde werde ich ihn angreifen und dann ist er platt. Dann ist er nicht mehr so ganz da. Okay, ja genau, das dachte ich mir auch, das werde ich, ja, das kann ich nicht schaffen. Aber hier sieht man wirklich ganz gut, was die Achillesferse von den Spartanern waren, also leichte Infanterie und Kavallerie. Schnelle Einheiten, schnell manövrieren. Die Spartaner waren quasi wie so eine riesen gepanzerte Schnecke. Also sabotieren, Frieden verhandelt, Erlass annulliert, Mission erteilt. Okay. Also, da ist er jetzt drin geblieben. Ich muss jetzt mal schauen, wo die Armeen hin sind. Interessant. Also von hier aus kann er hier hingehen. Würde ich ihn aber nicht raten. Und der ist jetzt fertig mit seiner Armee. Wir werden diese Siedlung einnehmen. Warte mal. Ich kann den immer noch ersetzen, das ist ganz gut. Der ist ganz nice. Mal dieses Minus auf Kinder. Egal. So. Die Siedlung wird belagert. Das ist eigentlich auch eine ziemlich interessante Schlacht, oder? Aber halt 90% überleben, das ist eigentlich auch. Warte mal, die beiden sind gut, die beiden sind schlecht. Der ist okay, der ist gut. Nee. Ja. Bis auf ein paar Einheiten war es echt nicht gut. So, okay. So, du bekommst auch den. Öffentliche Ordnung, Korruption, weniger. Moral, ja. Kavallerie brauche ich nicht. Okay, so.
Marie gerade auch eine Fullstack-Armee. So, das mal wieder normal. Ja, Tyros kann ich hier einnehmen. Sehr schön. Ja, die brauche ich da eigentlich gar nicht mehr. Egal. Hier, das da ist jetzt auch schon eingenommen. Das heißt, ich kann wieder hochgehen. Das war also voll Zeitverschwendung hier. Voll die Zeitverschwendung. So, das war es auch geschafft. Da kommt diese Runde tatsächlich dahin. So, ja, ne? Gut, wo gehst du dann hin? Das einzige, also das da werde ich dann nächste Runde einnehmen. Ja, Richtung Norden, ne? Ja. Und ich habe schon wieder überzogen. Gut, dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. 4 Bogenschützen reichen erstmal. Du gehst dann hier hin, nach Ateia. Ja. Boah. Und dann da und dann rekrutiere ich weiter. So. Da bin ich mal gespannt, was der noch macht. Da brauche ich noch eine Runde. Also nächste Runde ist alles wieder in Ordnung. Okay. Gut. Im Norden müssen wir auch schauen, dass ich hier mal baue. So. Und abgesehen davon bin ich fertig. Warte, Spartas Furz hat ja keinen Agenten mehr. Die werden jetzt ihr Leben lang reisen. Sehr schön. So. Gut, dann schnappe ich mal durch und schaue, ob ich neue Sachen bauen kann. Und sage danke fürs Zuschauen. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Oh, da habe ich zum Beispiel vergessen. Mach's gut.